Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alone Cold Winter. Ich habe in der letzten Folge gesagt, wir gucken uns noch ein wenig von der Stadt an und genau das machen wir auch. Momentan ist es lasst mich rechnen, heute ist Samstagabend, an dem ich das hier aufnehme. Am Dienstag habe ich meine schriftlichen Prüfungen, meine Ausbildung. In der Fernzukunft wird dies natürlich keinen Sinn mehr machen, also sagt bitte nichts dazu. Aber nun ja, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, will ich gar nicht sagen, weil eigentlich habe ich die nicht. Aber ich nehme mir diese kurze Zeit, um noch ein bisschen Alone Cold Winter aufzunehmen, weil ich ja weiß, dass es nicht mehr allzu lange gehen kann. Eigentlich wollte ich jetzt an den Anfang dieses Videos etwas anderes packen. Und zwar hat der Entwickler, beziehungsweise die Entwickler, sind ja zwei, einige neue Statusänderungen hochgeladen, beziehungsweise nicht hochgeladen, sondern verkündet, was ich schon sehr erstaunlich finde, weil innerhalb von so kurzer Zeit haben die scheinbar schon wieder eine ganze Menge geändert. Es ist nachts geschlossen. Und das finde ich schon ziemlich krass. Weil allein durch dieses Let's Play hier, was die beiden verfolgt haben, und hallo an dieser Stelle, und durch die ganzen Kritiken, die es auch in den verschiedenen Foren gab, haben die beiden wohl schon echt eine ganze Menge wieder geändert. Und das finde ich echt erstaunlich, weil die Änderungen sind echt nicht von Pappe. Ja, so viel dazu. Das ist ein rennendes Kind. Nein, das sind doch zwei rennende Kinder. Die gucke ich mir mal an. Hallo. Ich will mit euch interagieren. Geht nicht. Okay. Dann, ja, hi. Die sind ja alle so sprachbegabt heute, Mensch. Eis. Jetzt ein Eis. Guckt euch die Temperaturen an. Genau das richtige Wetter. Ja. Habe ich schon mit der gesprochen? Alles Verbrecher. Wie bitte? Verbrecher? Ich bin Leo. Die Sun Company. Ich bin letzte Woche der Goldmitgliedschaft beigetreten. Und diese Woche gibt es auf die Goldmitgliedschaft einen Extra-Rabatt. Hätten die mir das nicht sagen können? Ach so. Die Apotheke war zu, richtig? Ja, sie ist nachts geschlossen. Mit dem habe ich schon gesprochen. Hier konnte ich rein. Ach so, ja, mit dem habe ich auch schon gesprochen. Und hier ging es aus der Schnee in eine Sackgasse. Alles klar, mit dem habe ich auch schon gequatscht. Waren wir schon im Orbil oder war das zu? Es ist nachts geschlossen. Ja, 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 ja. Okay. Warte mal, bin ich da gerade... Nein, es sah gerade nur ein bisschen merkwürdig aus, aber alles in Ordnung. So, die Bank... Ja, okay. Backgrounds, der Fraser, blablabla. Übrigens, in der letzten Folge habe ich ja dummerweise den Schlüssel für den Spieleladen benutzt. Ich weiß, dafür werdet ihr mich bestimmt schon ausgebuht haben. Ich habe es bis zu diesem Zeitpunkt hier noch nicht lesen können. Aber... Wartet mal. Nee. Ich habe das versehentlich gemacht. Also eigentlich als ich mir das Video nochmal angesehen habe, fiel mir auf, dass er sagte, ja, du musst irgendeinen Verbrecher finden, dem du den Schlüssel gibst, der dann einbrechen kann. Das habe ich natürlich versäumt. Ich habe gedacht, ich muss ihm irgendeinen Obdachlosen geben und bin erstmal vorher selber reingerannt. Dass der Schlüssel weggeschmissen wurde, habe ich nicht bedacht. Naja, was soll's. So. Versuche gerade zu erkennen, ob das Wasser sich bewegt. Man kann es nicht gut sehen. Ich glaube nicht. Aber ist auch nicht so wichtig. Was mir auch aufgefallen ist, dieser Schnee ist ja eine Mischung aus Picture und Picture. Hinzu kommt allerdings auch der reguläre RPG Maker Schnee. Den sieht man aber kaum, weil der Krisselschnee so extrem stark ist. Jo, habe ich mit denen schon gesprochen. Ich kann nicht glauben, dass ich meine Handtasche verloren habe. Dabei habe ich überall geguckt. Wo warst du denn überall, Schatz? Ich war bei A und C, der Sun Company, im Supermarkt. Es ist hoffnungslos. Kannst du dich nicht erinnern, wo du sie vielleicht hingelegt hast? Ja. Haben wir schon mit allen gesprochen? Haben wir schon alles angeguckt? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Da drüben hinter der Brücke ist ja schon wieder Schicht im Schacht, was die Anguck-Arie betrifft. Ich dachte, es wäre mehr gewesen. Aber so viel gab es hier wohl auch nicht zu sehen. Habe ich mich wohl vertan. Ja. Der Brunnen ist gefroren. Moment. Der Brunnen, da ist so eine Taube mit einem kleinen Sockel drauf, der auch ein kleiner Obelisk sein könnte.
erinnert mich an einen Brunnen in Rom. Wie ich darauf komme, liest Dan Brown. Hier waren wir auch schon drin. Das war die Sache mit dem... Warum haben wir eigentlich den Schlüssel weggeworfen, wir Idiot? Schmeiß den Schlüssel... toll, das habe ich nicht versäumt. Also, dumm gelaufen. Ja, cool. Was war denn mit ihr nochmal? Achso, sie war zu teuer, ne? Ja, blablabla. Ein Algenburger. Jetzt kommt nochmal dasselbe. Nancy, ist mir zu teuer, tut mir leid. Und tschüss. Okay, nein, dann was soll's. Was soll's, okay. Ich dachte, da wäre jetzt noch mehr gewesen, aber außer die Sache mit dem Schlüssel war wohl nichts. Oder ich habe eine Menge übersehen. Das kann natürlich auch sein. Ich habe auch nicht die Intention, alles, was das Spiel komplett bietet, auch einzufangen. Denn ich möchte einfach diese Ersteindrücke mindestens mit einfangen. Und ja, wenn ihr wirklich alles sehen wollt, dann könnt ihr es natürlich gerne selbst spielen. Vielleicht spiele ich es auch noch einmal selbst. Vielleicht warte ich einfach auf die Vollversion. Die werde ich allerdings auf jeden Fall spielen. Das ist für mich jetzt schon einmal klar. Entschuldigung, Sie haben mich erschreckt. Alles in Ordnung? Ich erhielt einen Brief. Der Name auf dem Umschlag war Mary. Na komm, hör auf mit den Einspielungen. Hey, aber da ist sogar die Toilette, die es in Silent Hill am Anfang ist, oder? Der Name meiner Frau. Das ist lächerlich, das könnte unmöglich wahr sein. Das ist es, was ich mir die ganze Zeit einrede. Warum? Tote Menschen können keine Briefe schreiben, das ist illegal! Hätte doch James nur so eine Stimme im Kopf gehabt, wie Leo. Mary starb vor 3 Jahren an dieser verdammten Krankheit, müsste da stehen. Entschuldigen Sie mich bitte, ich wäre jetzt gerne alleine. Ja, also... Was ich auch nochmal erwähnen möchte, das möchte ich nicht in die Wertung einfließen lassen, deswegen sage ich es jetzt schon. Das Spiel hat ja echt eine Menge Anspielungen. An jeder zweiten Hausecke ist irgendeine Anspielung auf Biohazard. Also ich meine Biohaze und Bio war hier, das BIOS. Und ja, kann man sehen, wie man will, aber das ist ein bisschen viel. Also hier und da so eine kleine versteckte Anspielung ist ja nett, aber das ist echt viel, wenn man bedenkt, dass hier ein James steht, dass wir ein Apartment von Mr. Kennedy und Mr. Redfield haben. Das sind saumäßig viele Anspielungen. Ich meine, ich liebe sowas. Anspielungen sind geil, aber man kann es auch übertreiben. Was steht eigentlich da? Titel, it's your time. Okay, die ist keine Anspielung, die ich kennen würde. Kann ich da rein? Ach, wie cool. Ja, es ist exakt die Toilette aus Silent Hill 2. Sieht sogar fast genauso aus. Wie geil. Lieber Bio, das finde ich sehr cool. Die sieht wirklich sehr cool aus. Vor allem guckt euch mal die Wandtextur wieder an. Das ist so awesome. Wirklich auch. Das ist das, was ich immer versuche, diesen natürlichen Verfallseindruck einzufangen. MG kann das sehr gut. Biohazard kann das auch sehr gut. Ich übe mich da noch daran. Ich bin auf einem guten Weg, aber so gut kann ich es auch noch nicht. So, haben wir irgendwo einen Spiegel? Nein? Scheiße. Abgeschlossen. Tja, wo ist der Toluca Lake? Ja. Gut, okay. Hier haben wir noch eine Karte, die uns ja nichts bringt, aber ich klicke sie dennoch an. Ja, wir können diese Funktion noch nicht benutzen. Hier können wir noch nicht raus. Also reden wir mit dem dicken Taxifahrer, der nachts immer Party macht. In Krankenhäusern. Wer diese Anspielung verstanden hat, der darf sich freuen. Entschuldigung, ich hätte gern eine Fahrt zum Motel am Rande der Stadt. Hat er nicht gesagt Hotelschlüssel? Das ist ein Unterschied. Oh, klar doch. Ist mir eine Freude, aber... Ich wollte jetzt erstmal eine Pause. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Umfang der Demo abgeschlossen. Ist eine Tüte Chips oder so? Du kannst deinen Fortschritt jetzt speichern. Juhu. Ach so. Wow. Ich habe mit etwas Spektakulärerem gerechnet. Yo, geil. Stör mich nicht, ich mach Pause. Komm zurück in der Vollversion. Ja, das ist sehr schön. Die ganze Zeit läuft er auf und ab und wartet nur auf uns. Und jetzt isst er natürlich seine Chips im T-Shirt, im Schnee, vor seinem Taxi statt drin. Natürlich. Und es kommt natürlich überhaupt kein Schnee in seine Tüte. Hoffentlich erstickst du dran, mein Freund. Ja. Hey, das ist sogar James' Auto, fällt mir gerade auf. Also, es sieht so aus. Ich glaube, es war blau. Okay.
Nun gut, liebe Freunde. Sieht so aus, als wären wir soweit durch. Ich gehe noch mal so ein bisschen zurück, solange bis wir die 15-Minuten-Marke voll haben. Und ja, dann gucken wir mal. Obwohl, ich müsste das eigentlich nicht machen. Nee, das mache ich nicht. Wir haben ja auch das meiste gesehen. Was ich machen werde, ist genau genommen... wie komme ich denn jetzt wieder ins Hauptmenü? Ich drücke einfach mal F12. Ja, das sieht doch gut aus. Was ich machen werde, ist, ich hänge jetzt an den Rest dieses Videos eine kleine Wertung an, weil ich weiß, dass die Entwickler hier zusehen und weil ich mal wieder Lust drauf habe, weil das hier eine aktuelle RPG Maker Demo ist. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich werde das allerdings nicht mit Punkten machen, sondern einfach allgemein meinen Eindruck zusammenfassen. Ja, bis zum nächsten Mal. Quatsch, bis gleich! Kommen wir also zu meiner kleinen persönlichen Bewertung zur ersten Demo von Alone Call to Winter. Zumindest ein paar Aspekte möchte ich einmal ansprechen, die mir im Laufe des Spiels auffielen. Begonnen wie meistens mit der Grafik des Spiels. Meiner Meinung nach die größte Stärke. Ich denke, das findet ihr ebenfalls. Jedenfalls ließen eure Kommentare darauf schließen, dass ihr das auch so empfunden habt. Naja, was soll man dazu sagen? Es ist absolut großartig. Es ist Bombe. Die ganzen Detailreichtümer sind deutlich zu sehen, wie jetzt in diesem Video auch die Toilette als Beispiel mal gesehen. Steckt wirklich eine immense Arbeit dahinter, so viele kleine Details einzubauen, dass es auch vor allem so realistisch aussieht. Ich erwähne da nur die Schnee, die Fußabdrücke im Schnee, die einzelnen Schneeflocken, die ja gefallen sind, die nicht Standard waren. Naja, die ganzen Reklameschilder, die Gebäude, die ganzen Carset-Posen, alles Mögliche, das alles fällt unter die Rubrik der Grafik und das alles hat so viel Arbeit, die dahinter steht, das weiß ich. Und das wurde auch nicht sicherlich nicht an einem Tag mal eben so dahin geworfen. Das ganze Spiel besteht, ich kann das mal so aus technischem Aspekt erläutern, besteht hauptsächlich aus Hintergründen und aus Pictures, für alle, die mit dem RPG Maker zu tun haben. Also es wurde kaum mit Chipsets gearbeitet, sondern das meiste ist wirklich gezeichnet und editiert. Und das sind die ganzen Hintergründe, auf die dann Pictures gelegt wurden. Und das ist wirklich ganz große Klasse, muss ich mal so sagen. Das ist eine gute Möglichkeit, sei mal da so hingestellt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber es ist auf jeden Fall toll gemacht. Es sieht großartig aus. Und ich habe, was die Grafik betrifft, absolut überhaupt nicht zu meckern. Also das weiß auch nicht, ob man da noch mehr hätte rausholen können oder kaum noch etwas. Also ich bin wirklich sehr begeistert. Das Einzige, was mir vielleicht noch ein bisschen aufgefallen ist, ist das Carset von Leo selbst, der meistens ein bisschen bucklig aussieht, wenn er läuft. Ansonsten aber sehr toll. Sehr viele verschiedene Carsets und Lichteffekte vor allem und boah, großartig, wirklich, kann ich nicht oft genug sagen, wie sehr mir die Grafik gefällt. Deswegen gehen wir einfach zum nächsten Punkt, den ich ansetze mit Musik und Sound. Nun ja, dazu sei zuerst mal gesagt, die Musik ist nicht aus anderen Spielen verwendet, sondern die Musik wurde nach meinen Quellen zumindest eigens für das Spiel erstellt und dafür erstmal großen Respekt. Die Soundeffekte selbst sind in der Regel aus anderen Spielen verwendet. Ich habe nicht jedes erkannt, aber einige Soundeffekte habe ich aus Resident Evil gehört. Macht ja nichts, die finde ich gut verwendet. Bei der Musik bin ich noch ein bisschen zwiegespalten. Die ist, gerade die Musik in der Stadt mit der melancholischen, düsteren, traurigen Stimmung, die finde ich absolut toll und die passt auch wirklich sehr gut. Auch die Musik nach unserem ersten großen, nach dem letzten großen Bosskampf fand ich sehr traurig und sehr toll. Allerdings zwischendurch diese Agentenstimmung und auch die Stresssituation, die hätten schon noch ein bisschen hektischer sein können, die hätten noch etwas nervenaufreibender sein können, um diese doch leicht horrormäßige Atmosphäre aufzubauen. Insgesamt hat das an sich gut gepasst und ich habe auch nicht allzu viel zu meckern, aber um es richtig glaubhaft zu machen, könnte man dort noch ein bisschen mehr drauflegen, sagen wir es einfach so. Insgesamt passt es aber und vor allem zu dieser ganzen Drogenszene hat es auch sehr gut gepasst. Ja, sagen wir das einfach mal so. In Kombination dessen bewerte ich gleich auch einmal die Atmosphäre, die dort mit einhergeht, mit Grafik und Sound. Und die setzt sich aus mehreren Aspekten zusammen. Insgesamt ist Alone ja eine Art Mischmasch zwischen Drama, Horror und Adventure. Und für ein solches hat es durchaus eine gute Atmosphäre. Gerade die dramatischen Momente finde ich
relativ gut umgesetzt. Also die haben mir fast noch am besten gefallen. Auch dieses heruntergekommene, abgestandene, diese ganzen, naja, bekifften Momente, sage ich mal, die waren ziemlich gut inszeniert. Und ja, auch dieses nächtliche Verlassen in der Stadt gefiel mir recht gut. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist der Horroraspekt. Alone ist ja kein pures Horrorspiel, aber die Szenarien, die es einsetzt, beherrscht es vor allem in der Grafik gut. Die Musik hat mich noch nicht ganz überzeugen können, wie ich schon sagte. Und wirklich Grusel kam in der Demo leider auch nicht auf bei mir. Ich hatte einmal diesen großen What the fuck-Moment, als die Dimension gewechselt ist in unserer Traumvision. Ansonsten war es allerdings eher so der Resident Evil Horror, auch wenn das nicht wirklich auf Grusel war, denn die Gegner kamen direkt auf uns zu, es gab keine Schockmomente, die braucht man nicht, aber es war halt nicht wirklich gruselig, muss man dazu sagen. Es war man fühlt sich ein bisschen unwohl, aber wirklich Angst, Grusel war es nicht. Zumindest in meinem Fall nicht. Kommen wir zur Story. Meiner Meinung nach die größte Schwäche des Spiels. Es kann ja sein, dass das Spiel mit seiner Gesamtheit durchaus Sinn macht und all das gut durchdacht ist. Das kann man vielleicht erst in der Vollversion richtig feststellen. Allerdings, von dem, was ich bisher so mitbekommen habe, von dem, was ihr mir so geschrieben habt und dem, was ich mir selber so zusammengereimt habe, ist es schon ein bisschen merkwürdig. Leo ist am Anfang ein Polizist, der sich total selbst gehen lässt. Und gut, wir erfahren ein bisschen seine Hintergründe, warum dies so ist. Allerdings, es fehlt hier und da noch so ein bisschen, um es glaubhaft zu machen. Letztlich haben wir auch eine Art Story-Mischmasch. Wir bekommen in dieser merkwürdigen Traumsequenz, die wir hatten, einige der Story-Elemente um die Ohren geworfen, metaphorisch. Die fand ich sehr cool. Den Rest allerdings, der war etwas verworren, denn erst hatte man das Gefühl, man bekommt ein psychologisches Horrorspiel vorgesetzt. Das machte der Anfang den Anschein. Dann allerdings schwenkt das Ganze um und man kommt immer mehr in diese Drogen und merkwürdige Szene von Organisationen wie der Biohaze Corporation, Organisation, keine Ahnung, was auch immer. Und die scheinen ja irgendeine Droge herzustellen, die Leute zu Zombies macht oder die sie einfach irgendwie, keine Ahnung, was die mit denen macht. Ich weiß das ja nicht. Aber sie mutieren jedenfalls oder werden halt zu irgendwelchen kranken Mutanten. Ich weiß es nicht. Also ist ja auf jeden Fall etwas merkwürdig, weil ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Mal gucken. Es ist halt so ein Mischmasch und vielleicht hätte man diese Ansätze von Silent Hill und Resident Evil nicht mischen sollen, weil eine Richtung wäre da besser gewesen. Dann wüsste man als Spieler, aha, okay, jetzt erwartet mich dies und das und letztlich war es dann wie ein Mischmasch aus verschiedenem und das wirkte einfach nicht so wirklich glaubwürdig. Ja, dieser Satz machte Sinn. Gut, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich bin noch nicht wirklich überzeugt. Die Entwickler können ja gern dazu ein Statement abgeben, aber ich möchte gar nicht, dass ihr etwas groß verratet, denn letztlich möchte ich doch gucken, was ihr in der Vorversion noch so umsetzt. So viel zur Story. Dann bewerte ich noch natürlich den Spielspaß. Das, was letztlich am meisten wiegt. Nun, mit dem Spielspaß einher geht auch die Technik des Spiels und da muss ich sagen, das ist wunderbar. Grandios. Genau wie die Story. Auch wenn... Quatsch, was erzähle ich denn da? Verdammt. Nicht wie die Story, sondern wie die Grafik. Auch wenn die Story ein bisschen merkwürdig ist, auch wenn ich mit der Story nicht warm geworden bin so ganz, ist doch die Kombination aus Grafik und kleinen Spielpassagen, in dem wir unglaublich viele Gameplay-Elemente da drin haben. Das Kampfsystem ist toll, das Hauptmenü ist toll, diese ganzen Nicht-Standard-Dinge, diese ganzen Nebenquests, das Springen, das Klettern, alles Mögliche, das sind unglaublich viele tolle Sachen. Das ist halt so ein bisschen Adventure-Parcours-mäßig, aber das macht überhaupt nichts. Das sind alles unglaublich viele Gameplay-Elemente, die unglaublich viel Abwechslung bieten. Und so gesehen bin ich zwar mit der Story nicht d'accord, aber das Spiel hat mir trotzdem unglaublich viel Spaß gemacht. Weil der Spielspaß einfach unglaublich hoch war. Ich wusste immer, wenn ich das Spiel anmache, habe ich wieder meinen Spaß. Ja,
Das muss man einfach dazu sagen. Und diese Detailverliebtheit für Grafik, für die ganzen Gameplay-Elemente, für die ganze Technik, die dahinter steht, all das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich überhaupt nichts zu meckern. Da kann das Spiel durchaus weitermachen. Es ist ja kein typisches Horrorspiel. Es soll dem Spieler nicht direkt Angst machen. Es hat allerdings einige dieser Survival-Horror-Elemente, wie eben diese zombie-ähnlichen Gegner, die auf uns zukommen, die wir bekämpfen müssen. Und all das passt sehr gut zum Gameplay. Das ist alles sehr gut umgesetzt. Es macht einfach Spaß. Und ich wiederhole mich ja total, deswegen springe ich jetzt zum nächsten und letzten Punkt, nämlich meiner Gesamtwertung. Nun ja, wie sehe ich Alone Cold Winter jetzt in der Gesamtansicht? Ich will keine Punkte vergeben, ich habe es schon mal gesagt. Ich bin an einem Punkt, wo ich sagen würde, jupp, das Spiel hat mich überzeugen können. Ich werde es auch in der Vollversion auf jeden Fall weiterspielen. Da interessiert es mich auf jeden Fall auch, wie es weitergeht. Auch wenn die Story eben, wie gesagt, mein größter Kritikpunkt ist, an dem ich definitiv noch etwas überarbeiten würde oder zumindest den Spannungsbogen ein bisschen verändern würde. Oder dass man sich überlegt, ob man jetzt den Fokus auf dem einen oder anderen legen will oder ob die Silent Hill Elemente, die am Anfang vorkamen, vielleicht etwas fehl am Platz sind, wenn man doch eigentlich in die Richtung des biologischen Horrors gehen will, sage ich mal so. Gut, das war mein Eindruck von Alone Cold Winter, der ersten Demo. Mal gucken, wie die nächste Version, die Vollversion wahrscheinlich werden wird und ob ich die dann spiele, im Let's Play meine ich. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen dieses Let's Plays. Schreibt mir doch gerne auch unter die Kommentare, in die Kommentare dieses Videos, ob und wie ihr das Spiel fandet, wie euch das Let's Play gefallen hat natürlich. Was fandet ihr lustig? Was fandet ihr am Spiel sehr gut oder erwähnenswert? Schreibt's mir. Ich freue mich wie immer sehr über eure Meinungen und der Entwickler sicherlich auch, beziehungsweise die Entwickler. So, das war's, wie gesagt, von Alone Cold Winter. Ich bedanke mich noch einmal und sage schönen Abend, auf Wiedersehen, ciao, ciao.